Hallo, ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und wie ihr sicher am Titel dieses Videos schon gesehen habt, möchte ich mit euch so einen kleinen Check-in für meine 12 für 2020 Liste machen. Also ganz viel Spaß dabei! Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, falls ihr da noch nichts von gehört habt von meiner 12 für 2020 Liste, die verlinke ich euch einmal das Video dazu hier oben irgendwo, ich weiß immer nicht, wo es ist. Und da geht es eigentlich darum, dass ich mir 12 Bücher vorgenommen habe, speziell dieses Mal auch von meinem Regal, die schon ewig darin stehen, die ich dieses Jahr eigentlich unbedingt lesen will und sogar lesen muss. Bei einigen habe ich mir nämlich sogar die Prämisse gesetzt, wenn ich sie dieses Jahr nicht lese, müssen sie leider ausziehen. Und das wäre bei einigen eine wirkliche Schande. Und dieses Video soll dazu da sein, weil das Jahr ja halb rum ist, mal so einen kleinen Check zu machen, wie viele dieser 12 Bücher habe ich denn überhaupt schon gelesen und wie viele eben noch nicht. Und ich habe hier zwei Stapel neben mir liegen, diese ganzen Bücher mal aufgebahrt, um sozusagen. Fangen wir einfach mal an mit dem Video. Die Bücher sind übrigens auch in keiner speziellen Reihenfolge. Ich habe sie jetzt einfach nur aus dem Regal gezogen, wie sie mir so eingefallen sind und wie sie auch auf meiner Liste standen, auf meinem Reads-Regal. Ich habe extra auf Goodreads mir ein extra Regal dafür eingelegt, um diese Bücher drauf zu haben und dann zu tracken, um sie nicht zu vergessen. Hat jetzt irgendwie so semi funktioniert. Aber ich greife einfach mal mit Büchern und wir fangen mit dem ersten an und das ist Fire and Frost, vom Eis berührt, von Ellie Blake. Ja, das ist ein Buch der Schande so ein bisschen für mich, denn ich habe die ganze Reihe im Regal stehen, wie ich glaube ich auch schon mehrfach erwähnt habe, wenn es um dieses Buch geht. Und ja, wie man sehen kann, habe ich es noch nicht gelesen. Das ist immer, also dieser orange Punkt ist bei mir immer so ein Anzeichen den Büchern im Regal, die ich noch nicht gelesen habe, um sie schneller zu finden und um mir auch bewusst zu machen, wie viele Bücher aus meinem Regal ich dann noch nicht so gelesen habe. Was bis jetzt auch ziemlich gut funktioniert hat. Außerdem liebe ich das Gefühl, dieses Ding dann abzuknibbeln. Machen auch keine Schäden und sowas. Aber dieses Buch ist, ja, schwierig. Ich bin eigentlich immer noch so gespannt auf die Geschichte von Ruby, eine Fireblood, die in einer Welt der Frostbloods lebt, also ein Mädchen mit Feuerkräften in einer Welt, die von Leuten regiert wird, mit Eiskräften. Und ja, es soll auch eine tolle romantische Geschichte sein. Ich fand sie damals, als sie im englischen US-Bereich rauskam, schon mega spannend. Und als sie dann auch noch im Deutschen übersetzt wurde, war ich richtig hyped. Und durch mein Praktikum beim Ravensburger Verlag habe ich dann auch die deutschen Ausgaben ja so nach und nach lieben gelernt. Aber irgendwie habe ich das noch nicht geschafft, dieses Jahr bisher. Aber ich habe mir vorgenommen, es ganz bald zu lesen, denn dieses Buch war ja Teil eines Try-A-Chapter-Fantasy-Videos, das ich vor noch gar nicht so allzu langer Zeit gefilmt und hochgeladen habe, wo ich dann auch in dieses Buch reingelesen habe, das erste Kapitel und ich glaube den Prolog auch. Und ich mochte den Schreibstil schon mega und ich mochte Ruby und wie sich die Geschichte entwickelt hat, klang schon mal spannend und ich will es eigentlich unbedingt lesen, aber ich weiß auch nicht, warum ich es noch nicht dazu gegriffen habe. Das ist einfach so eine Sache, ich glaube, ich müsste einfach mal anfangen, mich einfach mal überwinden und lesen und dann die ganze Reihe durchbingen. Aber ja, das erste Buch meiner 12 für 2020 ist damit noch nicht gelesen. Greifen wir gleich mal zum zweiten Buch, was hier auch gleich auf demselben Stapel liegt. Und das ist The Raven Boys von Maggie Stiefer, oder der erste Band des Raven Cycle Quartetts, auf Deutsch wie ein Rabe ruft. Also gibt es auch durchaus Deutsch, aber ich liebe dieses englische Cover. Ich liebe generell die englischen Cover. So wunderschön. Und kurzer Check. Ach, das habe ich noch nicht gelesen. Obwohl ich da sagen muss, ich war tatsächlich auch da kurz davor, das auszusortieren. Und dann wäre es ja auch auf meiner 12 für 2020 Liste geflogen. Weil ich lange nicht dran gedacht habe und teilweise habe ich sogar vergessen, dass ich es im Regal stehen hatte. Als ich dann auch im April, glaube ich, 3 Wochen bei meinen Eltern war, habe ich so überlegt, was hast du überhaupt für Bücher im Regal und bin auch mal in Goodreads durchgegangen und als ich dann auf dieses Buch gestoßen bin, dachte ich mir so, what, das hast du im Regal stehen? Aber ja, habe ich. Und als ich dann diesen Moment hatte, dachte ich mir so, okay, wird eigentlich Zeit, das vielleicht auszusortieren, auch weil es mich bis jetzt ja immer noch nicht gereizt hat und es, glaube ich, dann auch schon ein Jahr im Regal stand. Aber irgendwie bin ich dann doch wieder dazu gekommen, es doch nochmal auszuprobieren, den ganzen nochmal eine Chance zu geben und auch das habe ich dann in meinem Try a Chapter angelesen, also habe ich definitiv den Prolog, weil der irgendwie nur 1-2 Seiten war und dann das erste Kapitel, was auch nicht so lang war, gelesen. Und ich war intrigued und hooked und von der ganzen Atmosphäre, von Blue, von den Prophezeiungen, die sie zu hören bekommt, denn Blue kommt aus einer Familie von Psychics, also von Wahrsagern, die alle irgendwie
unterschiedlich stark ausgeprägte Vorhersagefähigkeiten haben. Nur Blue ist die einzige, die irgendwie nichts kann, außer die Kräfte von anderen zu verstärken, zumindest auch anderen aus ihrer Familie. Das ist auch kein Spoiler, das ist, steht im ersten Kapitel drin, habe ich so gelesen. Und dann trifft sie auf eine Gruppe von Jungs, von vier Jungs aus dem nahegelegenen Internat der Boarding School, die sie selber The Raven Boys nennt. Und die fünf geben sich auf ein Abenteuer, um einen walisischen König, Welsh King, zu finden. Also da spielt wohl noch ganz, ganz viel mehr hinein. Und es geht auch um eine Prophezeiung, dass Blue das Verderben des Jungen ist, den sie liebt. Also super spannend, auch so eine creepy, eerie Atmosphäre. Und ich habe es deswegen auch noch nicht zu Ende gelesen direkt. Ich glaube auch, weil das ein Buch ist, was sich perfekt in den Oktober, November macht. Einfach so von dieser Stimmung her. Und dafür spare ich es mir jetzt tatsächlich auf. Auch vielleicht höre ich sogar das Hörbuch, denn das gibt es auch auf Spotify. Eine englische Ausgabe. Ich weiß nicht, ob es die deutsche auch gibt. Aber da bin ich dann sehr gespannt und muss ich mir dann eigentlich definitiv vornehmen. Also wenn ich es im Oktober und November nicht lese, dann muss es ausziehen. Da haltet ihr mich accountable. Aber das ist so der Plan mit diesem Buch. Ich merke schon, wenn ich über jedes Buch so viel zu sagen habe und mich so viel rechtfertige, dann wird das ein langes Video. Aber machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Buch vom Stapel. Auch wieder ein YA-Fantasy-Buch. The Kiss of Deception von Mary E. Pearson, der erste Band der Remnant Chronicles. Auf Deutsch Der Kuss der Lüge von den Chroniken der Verbliebenen. Ist ja auch auf Deutsch schon erschienen. Also die komplette Reihe ist auf Deutsch schon erschienen. Da sogar stand in der Trilogie in vier Bänden aufgeteilt. Und inzwischen ist ja sogar die Spin-off-Reihe schon komplett erschienen. Ja, habe ich es gelesen? Nein, habe ich noch nicht. Und da steht auch so lange schon im Regal, dass hier der Frissel schon abgefrimmelt ist. Also schon so abblättert. Ja, das ist... Ich habe Angst vor diesem Buch, muss ich zugeben. Ich meine, ich habe sogar schon mal vor... Ich kann jetzt sagen vor Jahren, weil es glaube ich sogar schon 2 Jahre her ist, die ersten 50, 60, 70 Seiten gelesen. Und dann kam Daniel. Daniel, du bist schuld, dass ich es noch nicht gelesen habe. Daniel ist ein guter Kumpel von mir, der das dann auch angefangen zu lesen und dann sofort durchgesucht ist und dann zu mir kam und sagte, boah, es ist voll fies und was hier alles passiert und das ist richtig krass und ich dann nur so, jetzt habe ich Angst. Aber ich meine, das ist ja eigentlich logisch, denn es geht ja darum, dass ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, das ist so lange her, aber die Prinzessin von zu Hause wegläuft vor einer arrangierten Ehe und sich in einer Taverne als Dorfmädchen quasi versteckt. Nur sind ihr zwei Männer auf den Fersen, die sie verfolgen. Einmal den Prinz, den sie eigentlich hätte heiraten sollen. Und dann ein Assassine von einem dritten Königreich, der den Auftrag hat, sie zu töten. Und man weiß ja nicht, wer ist. Man liest aus allen drei Perspektiven. Also aus der Prinzessinnen-Sicht, aus der Sicht von dem Prinzen und aus der Sicht von dem Assassinen. Und man weiß aber nicht, wer ist und in wen sie sich dann verliebt und wie das alles abläuft. Und das ist, da gab ja auch einen mega Hype drumherum, als es auf Deutsch das erste Mal erschienen ist. Der mich dann auch gecatcht hat, aber bis jetzt, wie gesagt, ich habe Angst. Aber ich müsste es einfach überwinden. Also wenn ihr es gelesen habt und was ihr dazu sagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, um mir dann vielleicht mal so einen kleinen Tritt in den Hintern zu geben, dass ich es unbedingt lesen sollte oder eben nicht. Aber es gibt halt auch viele begeisterte Stimmen, nicht nur zum ersten Band, sondern auch zu der Reihe, die dann nachher noch eine ganz andere Richtung geht. Aber ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Buch, was tatsächlich kein Buch der Stand ist, was ich schon mal sagen kann. Und zwar ist das Sorcery of Thorns von Margaret Rogerson. Schimmert aber auch wieder. Extrem. Dieses wunderschöne Buch. Habe ich gelesen und zwar im Januar. Nachdem es ja da auch schon eine ganze Weile auf meinem Sub lag und so mehrere Wochen immer in meine Leselisten mitgewandert ist, wenn ihr so zu meinen alten Videos zurückgeht, könnt ihr das sehen, habe ich mir im Januar dann endlich mal danach gegriffen und war absolut begeistert. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange vor mir hergeschoben habe, aber es ist, glaube ich, bei den meisten dieser Bücher auf dieser Liste irgendwie so ein Punkt. Auch dieses Buch folgen ja Elizabeth, die in einer Welt lebt, wo es große Bibliotheken gibt, die eine ganz besondere Bedeutung haben, denn es gibt auch magische Bücher, die, wenn die Magie außer Kontrolle gerät, zu Monstern werden. Und die Bibliothekare dieser großen Bibliotheken sind sowas wie Wächter und Kämpfer und Krieger, die diese Bücher in Schach halten. Und Elizabeth hat den großen Traum, eine dieser Kriegerinnen zu werden. Sie ist auch in einer Bibliothek aufgewachsen und lebt und atmet mit diesen Büchern zusammen. Nur dann geschieht eines Tages ein Missgeschick und eines der gefährlichsten Bücher überhaupt wird losgelassen und tötet einen Großteil der Besatzung ihrer Bibliothek. Und Elizabeth wird beschuldigt, dieses Grimoire, wie es heißt, freigelassen zu haben. Hat sie natürlich nicht und sie versucht auch ihre Unschuld zu beweisen und wird dadurch aber auch in einen Strudel aus Intrigen und ja, dunklen Geheimnissen gerissen,
Und es war einfach so gut. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich gelesen habe und wo ich ganz doll stolz drin und drauf bin und was ich einfach geliebt habe. Kommen wir jetzt wohl zu meinem größten Buch der Schande, für das ihr mich vielleicht alle steinigen werdet. Aber es ist wie so ein Pflaster abziehen, kurz und schmerzlos. Throne of Glass von Sarah J. Maas. Ist natürlich auch im Deutschen schon erschienen und ist eine unglaublich geliebte Reihe. Eine unglaublich gehypte Reihe. Und ich meine, ich liebe Sarah J. Maas, aber... Ja, irgendwie bin ich dazu noch nicht gekommen. Beziehungsweise auch hier, man sieht es vielleicht noch am Lesezeichen, habe ich schon mal angefangen, habe glaube ich sogar schon 100 Seiten, ja, bisschen unter 110 Seiten gelesen. Und habe es dann wieder weggelegt, weil es letztes Jahr im Sommer, glaube ich, war. Und es war einfach nicht die Zeit für Fantasy, weil es auch, glaube ich, draußen fast 40 Grad waren und ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Aber irgendwie weiß ich nicht. Wie gesagt, ich liebe Sarah J. Maas, ich liebe die Akotar-Serie, also Court of Thorns and Roses, das Reich der Sieben Höfe. Ich liebe es abgöttisch und ich habe auch Crescent City geliebt. Und eigentlich wollte ich Crescent City erst lesen, wenn ich Throne of Glass zu Ende gelesen habe. Aber am Ende hat dann Crescent City doch eher nach mir geschrien. Und deswegen ist Throne of Glass wieder zurückgerutscht. Aber es wird eigentlich unbedingt Zeit, denn ich habe diesen Band und auch den zweiten schon im Regal stehen und auch schon ewig im Regal stehen. Und ich will es auch total gerne lesen, aber auch hier habe ich so ein bisschen Angst. Aber gar nicht mehr so, was den ganzen Charakteren passiert, denn ich weiß, es wird ganz viel Grausames sein. Das ist Sarah J. Maas. Die wird mein Herz herausreißen. Aber auch, also dieses Buch geht ja noch so von der Dicke, aber das ist eine achtbändige Reihe und die Bücher werden immer dicker, immer dicker. Und irgendwie bin ich davon doch ein bisschen eingeschüchtert. Dann kommen wir zum nächsten und machen es kurz und schmerzlos. Auch wieder Arch Enemies von Marissa Meyer, der zweite Band. Der Renegades-Trilogie ist es ja inzwischen. Und bei dem Buch habe ich ja gewartet gehabt, weil es vor 2 Jahren auf Englisch schon erschienen ist, bis der dritte erscheint und damit ich dann beide zusammenlesen kann. Also ich habe den dritten auch im Regal und der steht inoffiziell auch auf dieser Liste mit, weil ich eigentlich, wenn ich den lese, den dritten auch gleich lesen will, um die Reihe dann zu beenden. Und der dritte steht jetzt auch schon seit November in meinem Regal. Ja, so viel dazu. Ich habe keine Erklärung, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch wieder von der Dicke eingeschüchtert und ich muss zugeben, das erste Buch konnte mich jetzt nicht so begeistern. Das war ein echt gutes Buch und das war wieder ein toller Schreibstil von Marissa Meyer, aber ich muss sagen, ich habe den großen Twist am Ende kommen sehen und deswegen bin ich, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht und ich habe Angst, dass mich dieses Buch auch wieder enttäuscht, obwohl es ja in diesem Buch auch so die Romance eine größere Rolle spielt, was ich eigentlich liebe, aber... Ja, ich müsste eigentlich mal einfach mal danach greifen, aber ja, da bin ich auch gar nicht so schlimm damit, weil sie noch nicht so ewig lange vollständig im Regal steht. Aber trotzdem, einfach weil ich Marissa Meyer liebe, müsste ich sie einfach mal beenden, um dann bereit zu sein, wenn ihre nächsten Bücher kommen. Aber wenn wir schon dabei sind, dann mache ich das gleich mal weiter, denn ich habe hier direkt darunter noch ein Marissa Meyer Buch liegen. Und zwar Heartless von ihr, was ich einfach so wunderschön finde. Aber das ist so ein Buch... Auch da habe ich in meinem Try Chapter mit reingelesen, was sehr kurios ist, weil ich tatsächlich im selben Video in 2 Bücher mit demselben Titel reingelesen habe, die aber von unterschiedlichen Autorinnen sind, also beide mit dem Titel Heartless. Und dieses Buch liebe ich einfach, weil es so wunderschön ist. Vor allem auch unter Schutzumschlag. So ein schönes Buch ist, und das ist ja eine Origin Story, also die Geschichte, wie die Königin der Herzen aus Alice im Wunderland zur Königin der Herzen wurde, also so böse und verbittert und ab mit ihrem Kopf. Und das ist die Geschichte von Kath, die eigentlich es liebt zu backen und die dann aber den König des Land der Herzen heiraten soll und sich dann stattdessen aber in den Joker verliebt, glaube ich. Und es ist wohl wahrscheinlich wieder eine tolle Liebesgeschichte. Marissa Meyer kann das einfach und tolles Retelling. Auch so, was ich schon gelesen habe im ersten Kapitel, war ich sehr angetan und sehr unterhalten. Aber es ist halt eine Villain-Origin-Story und theoretisch weiß man ja, wie es endet. Und zwar nicht gut. Und ich brauche Happy Ends. Aber ich habe mir bei diesem Buch ja auch vorgenommen, wenn ich es bis zum Ende des Jahres nicht gelesen habe, muss es ausziehen. Und ich will dieses Buch nicht weggeben, denn es ist so wunderschön. 5 Bücher haben wir noch, also eigentlich 6, denn das ist mit den nächsten beiden Büchern so ein bisschen eine Sache wie bei Arch Enemies. Ich habe jetzt beide 2 Folgebände einer Reihe hier liegen und die ich beide auch zusammen quasi durchbingen will. Und zwar ist das einmal Engelsfall von Nalini Singh. Und Engelskrieg von Nalini Singh, der 11. und 12. Band der Gilderjäger-Reihe von ihr. Ich glaube, ich halte mal nur einen hoch, weil der andere mega schwer ist. Und ich das ja auf jeden Fall
auch noch nicht gelesen habe. Ich spoilere euch hier gerade ganze Zeit schon. Aber bei dem habe ich einen guten Grund, denn ich habe bei dieser Reihe gewartet, bei diesem Band ganz speziell, bis Engels Krieg erschienen ist, weil Engels Fall ein sehr, sehr fieses Ende haben sollte. Und was alle ziemlich zerstört hat letztes Jahr, als es erschienen ist. Und das habe ich auch schon im Englischen gehört und dann im Deutschen auch wieder. Und habe gedacht, okay, gut, dann wartest du noch ein Jahr, bis der nächste rauskommt, damit du sie dann zusammen durchbingen kannst. Ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding sonst so fett ist, vor allem im Vergleich zu dem. Ja. Und eigentlich hatte ich mir die auch vorgenommen, jetzt im Juni zu lesen. Bin ich aber aufgrund des Pride Months und anderer Bücher, die dazwischen gekommen sind, die jetzt doch auch wichtiger waren für mich, auch von der Bedeutung her, nicht ganz dazu gekommen, aber die stehen ganz, ganz oben auf meiner Leseliste für den Juli. Schon ein kleiner Spoiler dafür, das werdet ihr erst nächste Woche sehen. Und die werde ich auf jeden Fall, also wahrscheinlich schon Anfang Juli lesen oder spätestens, wenn ich dann wieder bei meinen Eltern eine Woche bin. Einfach so als Wegsuchtbücher, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das ziemlich schnell passieren wird. Und ich kann euch da gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil dann würde ich euch für den Rest der Reihe spoilern. Deswegen nur, seid ihr versichert, das wird definitiv noch gelesen. Ist noch nicht gelesen, aber das ist sogar mal eine Reihe, wo gut begründet ist. Also gut begründet, weil der tatsächlich erst Ende Mai erschienen ist. Das nächste Buch, Trommelwirbel, ist Graceling von Kristin Cashore. Also auf Deutsch Die Beschenkte. Ich mochte das englische Cover aber wesentlich hübscher, aber ich hatte das deutsche Buch ja auch schon ewig lang auf meinem Sub liegen und habe es dann aussortiert, um mir die englische Ausgabe zu holen. Und auch in dieses Buch habe ich in einem Trial Chapter reingelesen, um damals zu entscheiden, auch welches Buch von dieser Liste ich quasi als nächstes lesen soll. Und war dann von dem Buch auch nicht ganz so angetan. Also man merkt schon, dass es durchaus auch ein älteres YA-Fantasy-Buch ist, denn es ist noch sehr einfach geschrieben, noch sehr klar und auf den Punkt irgendwo. Also und nicht so dieser Stil, der inzwischen überhand genommen hat, dass auch ganz viel mit Beschreibung und Tiefgreifen ist. Zumindest war es im ersten Kapitel so. Aber da mich die Prämisse der Geschichte am Ende trotzdem reizt und es ja auch eine ganz, ganz geliebte Reihe dieser Community ist, habe ich es nicht aussortiert, aber das ist jetzt kein Buch, was High Priority oben auf meinem Regal steht und auch hier wieder, erzähle ich schon wieder, ohne euch das gezeigt zu haben. Also habe ich noch nicht gelesen. Aber ist ja eigentlich auch, wenn es bei meinem Trial-Tipp da drin war, fast logisch. Und das, okay, da wäre ich sogar nicht so schlimm, wenn ich das dieses Jahr auch nicht lese. Ja, mal sehen, wie weit ich in Fantasy-Stimmung dann bin im Herbst. Aber das wäre auch nicht so schlimm, wenn ich das dieses Jahr nicht lese. Das könnte auch nächstes Jahr passieren. Da habe ich dann noch andere Bücher auf dieser Liste, vor allen Dingen auch, die ich priorisieren will. Nur so viel dazu. Kommen wir zu den letzten drei Büchern und habe ich hier ein wunderschönes Buch ganz oben drauf liegen. Und zwar Heart of Iron von Ashley Poston. Ein tolles, wunderschönes Buch mit einem wunderschönen lila Buchschnitt. Das ist tatsächlich mal ein Buch, was ich in der Owlcrate bekommen habe, in einer meiner wenigen Buchboxen, die ich mal abonniert habe. Und ich liebe ja, dass Owlcrate und Fairy so bunte Buchschnitte haben. Bin ich ja wirklich ein Opfer für, vor allem auch so und dann in Kombination mit schönen Covern. Und hier machen sie auch mal wieder aufregend. Habe ich es gelesen? Habe ich es nicht gelesen? Nein, habe ich nicht. War eigentlich schon klar, oder? Irgendwie war das fast zu erwarten. Aber ja, das ist ein Sci-Fi-Retelling, also eine futuristische Neuerzählung von Anastasia. Also Anastasia, wenn ihr den Kinderfilm kennt oder so, kennt ihr die Geschichte vielleicht auch. Also die russische Zarentochter, die angeblich überlebt hat vielleicht oder auch nicht. Und es klingt einfach voll cool. Ich liebe ja Retellings, aber irgendwie bin ich dazu noch nicht gekommen. Ich war aber auch eine ganze Zeit lang nicht in Stimmung für Sci-Fi, muss ich zugeben. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert durch Marie Grashoff mit Neon Birds. Aber das ist halt doch auch eine komplett andere Art von Sci-Fi, als jetzt Neon Birds ist. Deswegen, ja. Aber auch das ist ein Buch, was ich eigentlich unbedingt lesen muss und lesen will. Und vor allem, weil ich nicht will, dass es auszieht, weil es so ein wunderschönes Buch ist. Und dieser Buchschnitt. Ich habe nicht viele Bücher mit dem farbigen Buchschnitt, aber die ich habe, liebe ich und will ich eigentlich ungern abgeben. Deswegen muss das Buch auch unbedingt noch gelesen werden dieses Jahr. Kommen wir zu einem sehr aufregenden Buch, was ich hier noch liegen habe, das vorletzte. Und zwar ist das Sturmtochter von Bianca Iesioni, Für immer verboten, der erste Band der Sturmtochter-Trilogie. Was ja auch auf meiner Liste stand und jetzt ist ganz groß die Spannung, habe ich es gelesen oder nicht, weil ich liebe Bianca Iesioni, sie ist eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen, wie man vielleicht auch unschwer hier und hier erkennen kann. Nein. Das ist so neben Throne of Glass mein zweites Buch der Schande. Denn ich liebe Bianca. Und
Warum? Vor allen Dingen auch diese Prämisse klingt so genial, denn es geht um Schottland und Elemente-Clans, Elementarmagie, Elementare, um Eivor und um eine ganz tolle Liebesgeschichte. Und als das damals angekündigt war, war ich schon so hooked und fasziniert und ich wollte es unbedingt lesen. Und ich habe aber auch ein bisschen, fast eine Ausrede, so ein bisschen zumindest, dass ich es bis zu diesem Jahr noch nicht gelesen habe, denn ich wollte ja erst Soulmates von ihr lesen, weil das ja ihre erste Reihe ist und ich dachte mir, okay, wenn sie sich dann noch gesteigert hat, wäre es vielleicht gegenüber Soulmates unfair, erst Sturmtochter zu lesen. Und Soulmates habe ich, glaube ich, auch erst Anfang des Jahres gelesen. Ich glaube im Februar. Oder habe ich es letztes Jahr schon gelesen? Ende letzten Jahres. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber irgendwann in diesem Zeitraum habe ich, glaube ich, Soulmates gelesen und konnte mich dann jetzt theoretisch endlich Sturmtochter widmen. Habe ich bis jetzt aber noch nicht. Steht aber auf jeden Fall auch ganz oben auf der Liste, dass es spätestens im September gelesen wird. Denn im November kommt ja ihre neue Fantasy-Reihe beim Ravensburger Verlag raus, The Last Goddess. Mit der erste Band ist, glaube ich, A Fate Darker Than Love, wo es dann um nordische Mythologie geht. Und da bin ich so, so, so gehypt drauf. Aber auch hier die Prämisse, bevor ich das andere lesen kann, muss ich erst Sturmtochter zu Ende lesen. Deswegen will ich es unbedingt und muss ich es unbedingt im spätestens September lesen. Weil der August ist eigentlich auch schon, oder im August. August könnte auch noch sein. Also August, September will ich es eigentlich lesen. Wenn ich es aber nicht gelesen habe, dann ja, dürft ihr mich steinigen. Oder bitte nicht. Ja, und das letzte Buch auf dieser Liste, auf dieser 12 für 2020 Liste, ist nochmal eine Geschichte für sich selbst, denn es ist Secret Game, brichst du die Regeln, breche ich dein Herz von Stefanie Hasse. Ein Jugendbuch-Thriller an einer New Yorker Privatschule, wo es um ein Spiel geht. Und was so ein bisschen eine Mischung aus Gossip Girl und Eiskalte Engel ist. Nur damit ihr mal so wisst, worum es geht. Und jetzt wird spannend. Habe ich schon gelesen oder nicht? Tatsächlich. Tatsächlich. Mal ein Buch, was ich gelesen habe. Eins der wenigen auf dieser Liste. Beziehungsweise gelesen ist fast übertrieben zu sagen, denn ich habe es abgebrochen. Nach 100 Seiten oder so. Ich gebe ihm Buch ja immer 100 Seiten. Ich glaube, es waren 100, vielleicht sogar 150. Als ich dann gesagt habe, okay, es ist irgendwie doch nicht für mich. Aber ich habe es fast schon erwartet. Ich glaube, ich habe es damals im alten Video auch gesagt zu den 12.2020, dass ich dieses Buch hauptsächlich im Regal habe, weil ich während meines Praktikums beim Ravensburger Verlag Stefanie Hasse bei der Signieraktion für dieses Buch, als es frisch erschienen ist, unterstützt habe und dadurch dann als Dank von ihr auch dieses Buch, ups, signiert bekommen habe. Deswegen wird es mein Regal auch niemals verlassen, einfach weil es so ein nostalgisches Buch ist und ich damit ganz viele tolle Erinnerungen verbinde und Steffi einfach auch so eine ganz, ganz liebe, tolle Person ist. Aber so, also Thriller sind ja sowieso nicht unbedingt mein Ding. So ein paar von Nora Roberts gehen immer, aber so ein Jugendthriller ist dann erst recht nicht mein Ding. So realistisches Jugendbuch und Thriller. Und ich weiß, es ist von vielen sehr geliebt und ich verstehe durchaus auch warum, aber meins war es einfach nicht, weil es auch nichts ist, was ich noch natürlich lese. Deswegen habe ich es dann abgebrochen. Aber ich kann trotzdem sagen, okay, ich habe es versucht und es durfte von meiner 12.2020 Liste dann als abgehakt gelten. Zumindest eins der wenigen. Ja, das war so ein kleiner Check-in meiner 12.2020 Liste und um vielleicht nochmal ganz kurz meine anderen Leseziele dieses Jahr zu rekapitulieren. Ich hatte mir vorgenommen, mindestens ein Sachbuch oder ein Klassiker dieses Jahr zu lesen. Habe ich definitiv geschafft. Klassiker, also Klassiker nicht, aber Sachbücher, ich konsumiere die gerade sehr intensiv. Wenn ihr das bei meinen Wrap-Ups, Lesemonaten gesehen habt, ist mindestens immer einer dabei, manchmal auch zwei, je nachdem, wie schnell ich durch so ein Ding durchkomme. Und das ist also so ein Check an meinem einen Ziel. Und das zweite Ziel war tatsächlich, ein englisches Jugend-Fantasy-Buch pro Monat zu lesen. Sprich, am Ende dann 12 im Jahr. Also ich habe mir schon gedacht, dass ich im Sommer dann nicht unbedingt einen pro Monat lese. Und bei dem Ziel, wie wir vielleicht auch an dieser Liste gesehen haben, hänge ich noch ein bisschen hinterher. Wenn ich aber an dieser 12 für 2020 Liste weiterarbeite, dann ist das vielleicht noch schaffbar. Aber da muss ich auf jeden Fall dann im Herbst mehr als ein Fantasy-Buch im Monat lesen. Aber das ist durchaus auch möglich, denke ich mal. Und um so eine kleine Zusammenfassung dieses Videos zu geben, ich habe von 12 Büchern, die ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr unbedingt zu lesen, zwei gelesen. Also eins gelesen und eins abgebrochen. Keine gute Quote, mit der ich leben kann. Da muss ich auf jeden Fall nochmal wieder dran arbeiten. Und das werde ich auch tun die nächsten Wochen und Monate. Und dann werdet ihr zum Ende des Jahres mal sehen, wie es so gelaufen ist. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen.
Habt ihr auch so eine Liste von Büchern, die ihr euch fürs Jahr vorgenommen habt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch welche da ganz oben bei euch draufstehen und wie ihr euch bis jetzt geschlagen habt. Das ist doch durchaus interessant zu wissen und es war auch durchaus für mich mal interessant, bei mir nochmal wieder zu rekapitulieren. Auch wenn es irgendwo auch, ja, peinlich ist, wie wenig ich davon gelesen habe. Aber gut, muss auch mal sein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Das bedeutet mir ganz, ganz viel und hilft mir auch sehr viel weiter. Und vielen Dank fürs Zusehen dieses Videos. Wir sehen uns ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!